missing. Need a babysitter. Man, that smell of breakfast and the sound of clanging silverware makes me feel 13 again. Da ist der Officer. Plakat. Ist das ansehnlich. Good lord. Talk about apocalyptic. Willkommen im Penn Estates. Prescott Development lädt Sie ein, in den Wäldern zu leben. Erschwingliche Luxushäuser mit Blick auf Wald, Meer und Leuchtturm werden bald Ihren Lebensstil verändern. Schreibt man, werden groß. Ah. So that brings back memories. Chloe and I loved the parade. 25-jähriger Halloween-Bazaar, Bürgermeister Kochram. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Führt die Kostümparade der Kinder an. Samstag, 27. Oktober. Ich habe mal am 30. Oktober, ne? Gut, okay. Er feiert halt Frühjahr, ist mir auch egal. 9 bis 15 Uhr. Eine ganz blöde Zeit. Kürbisschnitzerei-Wettbewerb. Lokale Produkte und Imbisswagen. Süßes und Saures. Oh, und Happy Halloween. Ja, in Amerika wird Halloween halt nochmal richtig gefeiert. Oh Gott, so viele Leute. Kaugummi, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, wir sind ja zum Glück überhaupt nicht aufdringlich. So, Fischer stand da eben. These fishermen are so damn quiet. Wir vergehen ja voll zur Musik ab. Was hat er denn da? Sieht aus wie Würstchen, Maiskolben, ein paar Kartoffeln. Brote, huh? Did you catch any big ones today? If by big you mean none, then sure. I caught a lot of big ones today. Now let me mourn over my eggs. Okay, alles klar. Über deine Eier. Komische Frau. Warum ist das eine komische Frau, weil die die ganze Zeit rausguckt? Passt nur auf ihr Auto auf, verstehe ich so. I always wonder what people think about when I eat alone. Ja. Hello there to you. Such a beautiful day, eh? Oh yeah, it's gonna be a super day. Enjoy your breakfast, eh? Ich glaube, die wartet auf einen Kerl. Kaugummiautomat. Oh man, I bet that's the same gum from when I was here last. Okay, lassen wir die Finger vom Kaugummi. This guy has serious cojones. Join the Custer's All Day Sea Adventure, okay? Erleben Sie ein Abenteuer zu See mit Kapitän Cousteau. Heuern Sie den legendären Seemann für Ihre eigene Seereise an, Jack Cousteau und seine Unterwasserwelten. Sie haben ihn im Fernsehen gesehen, Sie haben über ihn in der Zeitung gelesen. Ein ortsansässiger Kapitän, Fischer und Fachmann mit 30 Jahren Erfahrung nimmt Ihre Gruppe mit auf eine dreistündige Tour durch das üppige und exotische Wasserreich von Arcadia Bay. Jack wird nicht nur die Wichtigkeit unseres Meereslebens für das Ökosystem erklären, sondern Ihnen auch helfen, Ihren eigenen Fisch zu fangen und zuzubereiten. Tägliche und wöchentliche Exkursionspreise $75 bis $125. Für weitere Details besuchen Sie bitte unsere Website seacortofish.gu. Also Leute, jetzt gleich ins Internet gehen und euch da anmelden. Why does that so not sound fun? Keine Ahnung. Mobby Deck Tour. Erkunden Sie Arcadia Bay richtig. Entdecken Sie die aufregende Geschichte der Hochsee. Reisen Sie sicher und bequem. Vollständig ausgestattete 12 bis 15 Meter Boote. Touren Tag und Nacht möglich. Paare, Gruppen und Familien willkommen. Dienstag bis Sonntag 6 bis 19 Uhr. Besuchen Sie uns im Web, um Ihre Tour zu buchen. Wir haben aber keine E-Mail-Adresse angegeben, also kann ich auch keine Werbung dafür machen. Tut mir leid. I might make Chloe check this out with me. Es ist der Bigfoot. Ausflug zum Bigfoot. Erforschen Sie die wilden Wälder Arcadia Bay mit dem angesehenen Kryptozoologen Chuck Pierce Jr., Autor von Bigfoot, Mythos oder Wissenschaft und Bigfoot, Monster oder Tier und Bigfoot, wahr oder nicht wahr. Sprecher im Dokumentarfilm Bigfoot, ich glaube an dich, Hossa. Schließen Sie sich jeden Samstag und Sonntag Chuck für eine halbtägige Wanderung zu den Orten an, an denen eine Sichtung fürs Bigfoot am wahrscheinlichsten ist. Chuck teilt sein weitläufiges Wissen von Erzählungen, Legenden und Fakten und Sie werden am Ende des Tages einen Fußabdruck des Bigfoots mit nach Hause nehmen, der in einem Gebiet erstellt wurde, das nur Chuck Pierce Jr. kennt. Ah, für weitere Informationen lest euch das selber durch. Ein Poster von der Schule. Mann, sieht die nackt aus, also der Vorhof da.
The poster doesn't mention whacked students with guns. Ja. Blackwell Academy, Arcadia Bay, Oregon. Internationale Kompetenz in Kunst und Wissenschaft seit über 100 Jahren auf einer Campus-Tour. Jeden dritten Samstag. Was ist das denn für eine Zeitangabe? Jeden dritten Samstag, also mal ganz ehrlich. So. Kate Marsh, viel long time. Alter, ihr seid solche Arschlöcher. Flush before pissing on floor. Bitte erspülen, bevor sie auf den Boden pinkeln. That graffiti has been here forever. Ach so. I seem to misbehave. I aim. Ach so, aim. Ah, okay. Rachel, HA owes me a blowjob. ein Bürger Junior meint natürlich. So, das hier. Gross. Ja. Aber auch irgendwo lustig. Oh Mann. Firewalk with me. Okay, machen wir einfach davon ein Foto. Augenschein freigeschaltet, komprimiert. So, toll. Schon zwei übersehen. Sonne und den Knochen. Was ist das denn nochmal? Ach, Orte, die wir entdeckt haben. Okay, also das nicht. Vielleicht Tagebuch mal. Och, wir haben wieder viele neue Seiten. Oh. Das Mysterium vertieft sich und es gibt kein Entkommen. Nachdem ich Victoria und Teller auf Kate rumhacken hörte, ging ich in mein Zimmer und fand diese gruselige Fotomontage. Nur Nathan ist so gestört. Der Gedanke, dass Nathan hier war, um das zu arrangieren, ist echt übel. Ich muss hier besser auf mich aufpassen. Ein Überwachungssystem scheint mir jetzt weniger abwegig. Das stimmt wohl. Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan? Victoria? Kein Plan? Punkt. Ich muss echt Augen im Hinterkopf haben. Fragezeichen. Ich musste noch Kates Buch zurückbringen, also ging ich in ihr Zimmer. Ich wusste, es geht ihr nicht gut, aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus, Jalousien unten, die totale Emo-Goss-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goss. Oder beidem. Oder nur einem. Sie weinte nur im Dunkeln und es war traurig, sie so zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Leid zu machen. Was willst du? Bekloppt oder was? Kate... Ich sehe gerade das Bild da, das ist ja... Oh Gott, oh Gott. Kate gestand, dass mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte und sie glaubt, er hat ihr etwas angetan, aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen solle. Ich sagte Kate, das solle sie unbedingt tun. Andere könnten sich in Gefahr befinden, aber Kate meinte, sie wolle mich als Zeugin, was mir wegen der Drohnachrichten Sorge bereitete. Sollte ich mich einmischen, wenn jemand mich offensichtlich schon verfolgt oder schlimmer? Das wird irrer, als mir lieb ist. Von wegen Supermax. Ich bin Warren begegnet, oder eher, Warren hat auf mich gewartet oder gestalkt. Natürlich wollte er wissen, was auf dem Parkplatz mit Nathan und Chloe los gewesen war. Ich fühlte mich wieder mies. Ich hätte Warren anrufen sollen, um zu sehen, ob es ihm nach unserem überstürzten Abflug gut ging. Ich schulde ihm was, deswegen gehen wir auch ins Kino. Ich sagte ihm teilweise, was mit Nathan los war. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Ich würde ihm gerne von meiner Macht über Zeit und Raum erzählen, aber ironischerweise ist dies nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Außerdem würde er mich sofort als persönliche Zeitmaschine heiraten wollen oder Experimente an mir durchführen oder mich ins Autokino schlemmen. Moment, fürs Autokino habe ich doch zugesagt. Hoffentlich schmeißt Warren sich nicht an mich ran, als ob du Egomanin. Wir haben viel gemeinsam, aber er ist eher wie ein super cooler Geek-Bruder. Die Auszeit im Kino kann ich allerdings gebrauchen. Bevor ich den Bus nahm, mache ich das Tagebuch zu. So, Arcadia Gay Sackstack. Thank you, Redneck Poet. So, interessantes Bild hier rechts auch, ne? T-Shirt. I would buy a shirt, but they're so damn tourist. Tourist! You'd never know how weird this town is by these postcards.
Natürlich, Katzenbilder, ist klar. So, hallo, komischer Mann, der einfach an der Theke sitzt. No, that guy looks unpleasant. Ja, dann sprechen wir doch mal an. What do you want? I feel like shit. Too much beer, so spare me, please. Just let me suffer quietly. Hallo, Officer. That officer looks nicer than wannabe cop David Madsen. So, dann sprechen wir ihn auch mal an. Hello, sir. Hi, young lady. You look a little lost. Just hungry and thinking about what to eat. Now that is a real problem at the Two Wells. I can never decide. Joyce's pumpkin pie or grilled mac and cheese? How well do you know Joyce? I know her delicious grub. Everybody at the station comes here. We take care of this place like it's our own kitchen. And Joyce, like she's our mother. Oh, das ist doch schön. So, you know Chloe? Sadly, we all know Chloe down at the station. Poor Joyce. Just heard that Chloe even had a pot dealer in her room. Nein, das tut sie nicht. Wer hat das erzählt? Who told you that? I didn't hear it on the police scan. Joyce said the weed belonged to Chloe's friend, but I highly doubt that. Joyce didn't tell you who? She wouldn't. Afraid I'd go arrest somebody, as if I would. I'd just tell the loser to stay the hell away from Chloe, or else. Just kidding. Besides, David Madsen's watching over. Is she a friend of yours? Hallo, das ist 1-1 Zusammenziehen. Oh, sie hat eine Freundin, wo geküpft hat. Bist du eine Freundin? Wahrscheinlich die einzige. Ja, komm, wir sind ehrlich. I know her. Then you know she's a handful. Ja. She can be, but she can also be a good friend who shows up when you need her. Sounds like you're a good friend. I wish she would be a great daughter and not cause Joyce so much stress. Yeah. I guess you're friends with David Madsen. I wouldn't use that word. We know each other. Why do you ask? Weil ein Arschloch ist. Weil ein Arschloch. Oh, yeah. He kinda has a reputation at Blackwell. I have respect for David. He served his country. He found his calling at Blackwell. At the station, we're happy David is exactly where he is. Not everybody can be a cop. I have to go now. Enjoy your breakfast. By the way, one thing I can tell you for certain is to stay away from that RV outside. I usually stay away from sketchy parked vehicles. Wise policy. The guy who lives in it, Frank, is pretty sketchy himself. That's all I can say for now. I should finish up my coffee and get to work. Oder noch mal einen neuen Kaffee bestellen. Gut, Ganz kurz. So, wo ist der Wal? Da ist der Wal. Guck mal, das Schild oben, da achtet auch keiner drauf. That sign reminds me of so many times I ate here with Chloe and my family. When we were happy. Das ist auch gemein, da oben versteckt, ne? Eieiei. So. Errungenschaft freigeschaltet. Besser spät als nie fotografiert, würde ich sagen. So, und jetzt nochmal eben hier der Hundi. Knochen. Ich würde hier irgendwie gerne. Knochen. Knochen. Ich brauche einen Knochen. Hat keiner einen Knochen. Ich brauche einen Knochen, Leute. Knochen. Hier, Knochen. Knochen. Moment, hinten in der Gasse, da sind Mülleimer. Da wird doch bestimmt irgendwo ein Knochen sein. Ich will dieses Foto haben. Ich weiß nicht warum, aber ich will dieses Foto haben. Musik finde ich irgendwie cool, die da dran läuft. Ich meine, die Musik hier in diesem Spiel ist sowieso schon sehr, sehr schön. So, da nicht. Ich laufe mal langsamer. Nein. Hier, ist abgeschossen. Huch. Errungenschaft freigeschaltet. Bildstabilisator. Aha.
Dann muss ich hier rauf, ne? Out of time. So, das. Ja, cool, da haben wir uns selbst fotografiert. Okay, gut, ich bin zufrieden. Ich habe da irgendwo eine Pistole gesehen, die nach oben gehalten wird. So, als würde jemand irgendwie einen Startschuss für irgendwas geben. Oder einen Warnschuss. Oder einfach nur geil sein wollen. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal wieder rein ins Diner. So, der Officer war ja auch ganz nett. LKW-Fahrer und LKW-Fahrer. I wouldn't last one day as a trucker. Those rigs are too damn big. Ja, ich finde die auch mal zu groß. I don't feel like talking right now. Okay. I gotta deliver a load of breakfast to my stomach. Over now. Zum Frühstück erstmal einen fetten Hamburger mit Pommes. Geil. Truckers have such a romantic life. Always on the road. Ja, auch das stimmt. Hello? Pardon moi, but you're in my eyesight. Oh, sorry. That's okay. I just need to see my truck out there in the lot. Been a long night in the road, and I have to make sure my baby is sleeping right. Ja. Neues Rezept. $2. Huch, sind ein paar Kollegen von uns. Klassenkameraden. So, ansehen. Drool, want everything. Schokomuffin wäre nicht schlecht. So, habe ich gerade voll Bock auf Schokolade. Ich will Schokolade. Justin is such a mellow dude. Ja. What's up, Justin? Getting my coffee on before I cut class and destroy some rails. Shouldn't you be taking photos? I am always taking photos. I am a camera. You crack me up, Maxer. Of course I'm baked, so I'll laugh at anything. You should be studying, bad boy. So where's all your homework, schoolgirl? School? Speaking of buds, I saw your bro Trevor sneaking out of Dana's room. Trevor finally told me about him and Dana hooking up. He got there first, so I snooze and I lose. See you later, Max. Uh-huh. Trevor looks as happy as Dana did. Habt ihr gerade Max' Blick gesehen? Die war irgendwie so ein bisschen so verknallt, ne? So ganz bisschen. Hey, Trevor. Hallo, Max. By the way, I know you saw me in the dorm. Ja. Yeah, I saw you coming out of Dana's room. Yeah, and I finally had to tell Justin, because, well, he was into her too. How did Justin react? I got him blazed. He was cool. Nobody has secrets in Blackwell anyway. See you in class, Max. Ja, Problem gelöst, sehr gut. Ah, Nische. Hinsetzen. Ah, okay, alles klar. That's funny. Our family never went whale watching. Looks fun. Da oben schon wieder Foto gesehen. Whoa, Ken Kesey with Joyce? That's so perfect. Für Joyce, die besten Burger und wundervollste Atmosphäre in Oregon. Auf bald, Kay. Okay. Also Kay, ja. Pokale. Forgot about the fishing wall of fame. Soll ich es echt durchlesen? Two Whales seiner Angelauszeichnung, Gewinner jeden Monat. Weißer Stör, gefangen von Dicke Weber. Stallkopfforelle, gefangen von Andy Berry. Und Königslachs, gefangen von Rich Conrad. Ich hätte auch voll Bock auf... Ne, ich habe immer noch Bock auf Schokolade. Achso. Achso, ich kann kein Foto machen, sondern mir das Foto ansehen. Alles klar. I got you, babe. How apropos, but no fucking way. Okay, dann machen wir mal ein anderes Lied. So, Banjo. Jawohl, jetzt ist ein typischer amerikanischer Diner hier. So muss das laufen. Ah, geile Sache. So, erstmal was mampfen. Ah, guckt schon rüber hier. Joyce holt schon mal die Buletten auf die Pfanne und den Herd. And there she is.
Lovely young woman. How are you doing, Max? Hi, Joyce. It's nice to see you again. You look the same. Like I'm still a waitress at Two Whales after all these years. No, like you still look pretty. Nice save, kid. You're still smart. But not that smart. Now you get busted for smoking pot. I heard the whole sordid story from David. I'm sorry this was how you had to meet him. He's a good man, no matter what Chloe says. Yeah, I'm sure. I don't even smoke, like, ever. It was almost an accident. It was very stupid. I'm sorry. It surprised me fierce. I was hoping you could be a good influence in her life now. I will be. Promise. I know things were hard for you and Chloe. I feel bad I didn't call. Now my folks are in Seattle and I'm all alone at Blackwell. It's my karma. You did the right thing. You moved forward with your life. I did after William passed on. Chloe chose to stay angry. Anyway, I hope we see more of you. Chloe needs an old friend again. Joyce, I am so sorry about William. I have great memories of him. I'm glad, Max. That was his gift to us. Wonderful memories. Even if Chloe doesn't understand yet. Chloe understands. She just needs time. I know that sucks for you. Oh, she hit all the phases. Expulsion, running away, drugs, bad boys, tattoos, piercings, blue hair. Now she's gotta rebel against her stepfather. I see why, I mean. Do you? He's not as much of a hard ass as you think. But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? No. I did, and I am sorry. I don't want Chloe in any more trouble. Or me. Nobody's in trouble over a doobie, Max. And I admire that you took the heat for Chloe. Like a great friend. But Chloe does push David, and it's not fair. He paid his dues in a war. He does care about her, along with all the students at Blackwell. Mir sind nur gerade die Überwachungskameras wieder alle eingefallen, die er installiert hat, um sich um die Familie zu kümmern. Ich könnte jetzt fragen, ob er sich auch um Kate Marsh kümmert. Ich habe mir das Gefühl, dass sich dann irgendwie quasi David gegen Joyce auflehnen oder Joyce gegen David oder wie auch immer. Und das ist eigentlich nicht das, was ich will. Deswegen lass ich es mal lieber. I get it, Joyce. I know Chloe still likes to stir things up. Yeah, she does provoke people, especially David. I just want us to be a family soon. I guess it's all about time. I think you're right, Joyce. So, now let's get down to the nitty-gritty. What do you want to eat? Diese ganzen Sätze mit es braucht Zeit und alles in Sache der Zeit und das bekommt eine ganz andere Bedeutung oder eine ganz andere Sichtweise darauf, wenn man weiß, dass man die Zeit zurückspulen kann. Aber ich glaube, so ein leckeres Bacon-Omelette. Waffeln sind auch geil. Bacon. Waffeln sind auch so geil. Aber ich nehme lieber ein Bacon-Omelette. I was dreaming about your Bacon-Omelette. Now finish your coffee. Das ist ein Befehl, junge Lady! So, Chloe, dein Einsatz bitte. One bacon omelet for the young lady, stat. Bacon at 12 o'clock hot. The only thing that's changed on the menu are the prices. Och, nö. Nö, ich lese jetzt keine, nein. I love the delicious anticipation of breakfast. Ja, was haben wir denn hier? Nerd graffiti. Warren must have been here. So, Fenster. Gucken wir mal kurz raus. The lighthouse looks so mysterious. I wish I could stay in this moment forever. I guess I actually can now. But then it wouldn't be a moment. Stick with bacon. So, uh-huh.
Oh yes, Black Coffee. You will be mine. Order ready. Stellung ist fertig. Na gut, dann trinken wir mal was. No beer? What kind of dive is this? This is like fourth dimensional deja vu. I keep going back in time. Incoming. I can hear your stomach rumbling from here, Max. Dein! Was ist das SCRG? No beer? What kind of dive is this? Love this. Oh. I'm drooling like a baby. Still can't believe you're a woman. When I look at pictures of Chloe, oh. Speak of the devil. Mom and Max, together again. And Chloe looking for a free meal. You put your whole damn college fund on your tab. I'm treating Chloe for breakfast. Are you atoning for yesterday? Oh God, Mom, please do not give Max any shit for that. She apologized. I know she did. Max is a good girl. Woman. She's 18 now. Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper. Call him David if you don't want to be lectured. You only get one damn slice of bacon a day. You guys are still the same. Another reason to blow this town. What is this shit on the jukebox? Hat irgendein Gast angemacht. Ich hätte Benjo an. Now that that's out of the way. Let's talk about your superpower. I don't have any explanation. And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado. Come on, that's just a daydream. I want proof you can rewind time. This is all happening so fast. We'll start slow. Right here, now. I can tell you every single thing you have in your pockets. You have X-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets. Let me see. Okay, Max. Impress me. Ja, das ist ganz einfach. Wir fragen natürlich danach, sie will uns die Antwort sagen, dann können wir Zeit zurückspulen und ja. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain. Ein Schädel wahrscheinlich. A skull keychain for a punk like you. That was so wrong, Max. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Na genau, zeig mal her. That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Kein Problem. So, also Schlüsselanhänger habe ich gesehen. Max, study every item carefully and don't forget anything. Schlüsselanhänger mit einem Teddybären. Zigaretten mit Zigaretten drauf. Da sind sogar 7 Stück drin. Okay, dann haben wir Pennies. Da können wir lesen. Eine 1-Cent-Münze, 5-Cent-Münze, Quarter-Münze, Dollar-Münze, okay. 1 Cent, 5 Cent, Quarter, okay. Quarter sind übrigens 25 Cent. This is a warning ticket. Do not park in this area. So, dies ist eine Verwarnung, bla bla bla, Kennzeichen. Town Punks, aha. Punks, also Town Punks. Ihr Fahrzeug ist in einem Sperrgebiet geparkt, also kannst du einen Parkplatz bla 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 bla. Wo ist denn das? So, Franklin Street. Okay. Alles klar. Haben wir auch noch was zum Lesen? Nein. Alles klar. Jetzt wissen wir Bescheid und... Woo! Schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Well, this is me telling you what's inside your pockets. Okay, Max. I'm hella ready. Okay, du hast Zigaretten dabei. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? 7. 7 cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazing. Something else in my pockets? Du hast einen Schlüssel. Your car keys. Duh, way too easy. I need details. Describe my keychain.
Du hast einen Panda. A cute robot panda keychain. Not bad, Supermax. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Und Geld. Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? Ja, toll, wenn ich jetzt die Münzen kennen würde. Aber wir hatten mindestens 25, wir hatten 5 und 6. 82? 82 cents. I wish. Okay, psychic girl. Let me show you what's actually in my pockets. Ich kann nicht zurückspulen. That was beyond epic fail. You even made me want to believe you. Total verdammt. Also zwei Sachen richtig geraten und nur halt wie viele Cent genau, ey. Ach ja, komm hier. Okay, Max. Study every item carefully and don't forget. Also das anything. Müsste der Quarter. Also sind das... Weil das ist... 1 Cent, 1 Cent, 1 Cent, 1 Cent, 6, das sind 70, 75, 75, 80, 86. Alles klar. Da packt sie das alles rein. So. I'm hella ready. Du hast Geld dabei. Some money. Clearly I'm rich as fuck. How much do I have? 86. 86 cents. That's right. Living large in Arcadia Bay. So that was cool. Show me more. Du hast ein Strafzettel. A parking ticket. You know me well. But what is the exact time I was busted? Ich glaube, das war 10 Uhr, oder? 10:34 a.m. Booyah! Max can tell time! Even a broken clock is right twice a day. Whatever the hell that means. Ja, du hast Schlüssel dabei. Your car keys. Duh, way too easy. Gestern hätte ein Truck sehen können, aber egal. Describe my keychain. Ja, du hast einen Panda. A cute robot panda keychain. Not bad, Super Max. You do have that Irish luck, Caulfield. What else? Zigaretten. I'm pretty sure you have cigarettes on you. Yes, you know I'm a smoker. But how many cigarettes? 7. 7 cigarettes. A superpower that allows you to count cigarettes. Cool. Amazeballs. I literally just got chills all over my neck. You have powers. I'll take that crap off the table, Chloe. Sure, Mom. How's the food, Max? Better than I remembered. Very good save. Man, I'm hungry like the wolf. Clearly. I'm freaking out about what just happened. You have to show me more. Something way cooler so I will believe you without any doubt. I will predict the future. No way! Now, pay attention to everything that happens in the next few moments so you can dazzle Chloe with your mad power. Oops! Did you break another cup? Really? No refill for you. Moment. Okay, ja, ein bisschen mehr.